Virus mal wieder ganz gediegen am Start, heute mit einem sehr alten und sehr guten Glitch für euch, und zwar wie ihr in Akt 1, 2 und 3 alle Vorbereitungen, Ausrüstung als auch Missionen innerhalb von Sekunden skippen könnt und dann damit direkt im Finale landet. Dazu begebt ihr euch als erstes mal in eine beliebige Sitzung, öffentlich, Einlade- oder geschlossene Freundesitzung, ist vollkommen egal. Im Interaktionsmenü solltet ihr euch hier als Boss registrieren, und zwar als CEO, denn erst dann habt ihr überhaupt die Möglichkeit, hier in diesen Planungsraum reinzukommen. Ich zeige das hier für Akt 1 und auch für Akt 3, denn da gibt es ein paar kleine Unterschiede. Solltet ihr das Problem haben, dass ihr noch nicht mal wisst, wo ihr eine Basis herbekommt, zeige ich das mal ganz schnell. Im Internet habt ihr dann bei Maze Bank, und zwar nicht der Seite, wo ihr Geld einzahlen könnt, sondern Maze Bank hat auch hier noch einen Immobilienmarkt, könnt ihr dann hier eine beliebige Basis einfach erwerben. Ihr könnt hier jede nehmen, die ihr wollt. Eine Basis erkennt ihr immer daran, dass ihr dort einen kleinen Globus habt. Ihr könnt dann einfach eine auswählen. Wenn ihr nicht zu viel Geld habt, dann empfehle ich euch die billigste. Ihr seht jetzt hier nochmal alle Preise eingeblendet von der Immobilie, was ihr für Akt 1, 2 und 3 zahlt, und da drin ist auch die Startgebühr einberechnet. Das heißt, bei jedem Akt zahlt ihr immer 25.000 Dollar, um dann überhaupt erstmal starten zu können. Wenn ihr dann komplett neu seid in der Basis, die Basis das erste Mal betretet, gibt es eine Einführung. Wenn ihr dann am Planungsbildschirm ankommt, kauft einfach den ersten Akt und dann bekommt ihr auch schon hier direkt die Übersicht, was ihr alles machen müsst, um halt in das Finale reinzukommen. Und wir wollen das Ganze natürlich überspringen und nicht erst diese lästigen Vorbereitungen machen, wie zum Beispiel die Ausrüstung besorgen in öffentlichen Lobbys oder die Mission, wo ihr halt eine gewisse Anzahl an Spielern braucht. Wenn ihr dann die Einführung hinter euch habt, könnt ihr dann mit dem Cursor auf den Ebenen hin und her switchen, und hier kommen wir jetzt zu dem Trick, wie ihr alles komplett freischalten könnt. Dazu gehen wir jetzt nach ganz oben auf die linke Seite, wo ihr die Ausrüstung kaufen könnt. Ihr könnt hier nur Ausrüstung kaufen, Missionen könnt ihr leider nur durchspielen. Ihr geht nun auf die linke obere Seite, drückt dauerhaft Viereck, und sobald ihr Viereck loslasst, rechte Pfeiltaste drücken, um halt rüber zu switchen auf die Missionen, und dann hört ihr schon im Hintergrund einen komplett anderen Ton. Ihr solltet zwei Pieptöne im Hintergrund hören, somit kauft ihr das praktisch und switcht aber gleichzeitig rüber auf die Mission. Das Ganze sollte auf jeden Fall auch noch auf den anderen Plattformen funktionieren. Ich kann es hier aber nur zu 100% bestätigen, dass es auf PS5 und auch auf der PlayStation 4 funktioniert. Solltet ihr auf einer anderen Plattform unterwegs sein, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, ob das halt auch bei euch funktioniert. Wenn ihr nun alles richtig gemacht habt und das Timing bei euch gestimmt habt, dann habt ihr jetzt hier erstmal die Bestätigung, dass ihr das Ganze aufkaufen könnt. Um zu schauen, ob ihr das auch richtig gehittet habt, bevor ihr es kauft, könnt ihr jetzt hier nochmal mit Kreis rausgehen, und wenn dann euer Cursor nicht auf der linken Seite ist, sondern auf der rechten Seite, wo sich die Mission befindet, dann habt ihr das richtige Timing und kauft somit die Ausrüstung und kauft auch gleichzeitig die Mission frei. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Wir gehen nach ganz oben, dauerhaft Viereck drücken, Viereck loslassen und sofort die rechte Pfeiltaste, um rüber auf die Mission zu kommen. Und dieses Mal kaufen wir aber das Ganze, und sobald ihr den Kauf abgeschlossen habt, sollte absolut nichts passieren. Das ist auch richtig so, es sollte jetzt hier keine grüne Fläche erscheinen. Wir gehen nach dem Kauf dann auf das nächste. Gleiches Prinzip, dauerhaft Viereck loslassen, rechte Pfeiltaste, und dann kommen wir wieder in das Kaufmenü rein, kaufen die Ausrüstung, und das machen wir nochmal für das letzte. Wenn ihr das dann alles gemacht habt, sollte absolut nichts passieren. Damit wir den Glitch jetzt aber vollenden können, rausgehen, Interaktionsmenü, Basis verwalten, wir gehen auf den Planungsbildschirm und schalten den einfach aus und dann wieder einschalten, und sobald dann der Planungsbildschirm vollständig geladen habt, seht ihr jetzt auch schon, dass wir direkt im Finale drin sind. Mehr müssen wir hier nicht machen. Es ist sehr einfach, sehr simpel. Ihr müsst nur halt am Anfang eine gewisse Summe zahlen und dann seid ihr schon direkt im Finale. Was ihr aber auf keinen Fall vergessen dürft, ist das Finale einmal zu starten, also nicht unbedingt das Finale direkt zu starten als Mission, sondern dass ihr in den Job-Einstellungen drinne seid. Wenn ihr ganz unten die Möglichkeit habt, Panzerung zu kaufen oder Munition zu kaufen, dann macht das auf jeden Fall. Solltet ihr nämlich die Lobby jetzt verlassen oder in eine andere Lobby gehen oder die Anwendung schließen, dann ist es eigentlich zu 90% immer nicht abgespeichert. Sobald ihr dann irgendwas gekauft habt, geht ihr wieder raus, dann direkt nochmal Interaktionsmenü, geht hier auf Stil und dann entweder Accessoires oder Outfits wechseln, dann bekommt ihr unten rechts eine Speicherschnecke und dann ist das Finale jetzt hier zu 100% abgespeichert und geht euch auch nicht wieder verloren. Jetzt das Ganze nochmal für Akt 3, das was ich jetzt hier in Akt 3 zeige, könnt ihr auch ganz problemlos einfach auf Akt 2 übertragen. Ihr habt hier wieder die Anfangsgebühr und bei Akt 3 und auch bei Akt 2 habt ihr das Problem, dass ihr halt eine Doppel-Ausrüstungsmission ganz oben besitzt, beziehungsweise bei Akt 2 ist das ganz unten. Wo die sich jetzt befindet, ob ganz oben oder unten, ist voll
vollkommen egal. Wichtig ist hier nur, dass ihr bei der Ausrüstung, wenn ihr das skippen möchtet, nicht das linke aussucht, sondern das rechte, was natürlich näher an der Mission dran ist. Hier gleiches Prinzip wieder, dauerhaft Viereck drücken, Viereck loslassen, rechte Pfeiltaste, um rüber auf die Mission zu switchen. Wir bekommen wieder das Kaufmenü, wir kaufen das Ganze, wir sind wieder auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben das Ganze richtig gehittet und das machen wir jetzt einfach wieder bis nach ganz unten. Wenn ihr dann beim vorletzten angekommen seid und das dort ebenfalls gemacht habt, dann werdet ihr auch gleich feststellen, dass sich das letzte automatisch freischaltet. Ihr müsst da nichts groß beachten und wenn ihr das letzte auch wieder freigeschalten habt, dann wieder rausgehen, Interaktionsmenü, Basisverwaltung. Wir gehen jetzt hier wieder auf Ausschalten von dem Basismonitor und dann wieder einschalten. Das Ganze lädt und dann sind wir auch schon wieder direkt im Akt 3 Finale und hier auch wieder nicht vergessen, das Ganze nochmal starten, entweder Munition, Panzerung kaufen und dann was ändern am Stil oder halt am Accessoire, damit das Ganze auch abspeichert. Solltet ihr jetzt das Problem besitzen, dass ihr vielleicht schon irgendeinen Akt angefangen habt und schon die erste oder die zweite Ausrüstung besorgt habt und halt auch die Mission dazu entsprechend gemacht habt, dann hilft hier einfach nur Lester anrufen. Da habt ihr dann die Möglichkeit, Basisvorbereitungen komplett abzubrechen. Das müsst ihr dann auch machen, weil ihr könnt das Ganze sonst nicht nochmal freiklitschen. Und wenn ihr die dann abgebrochen habt, dann einfach wieder in die Basis gehen und dann den Akt nochmal neu starten und mit dieser Methode einfach alles skippen und dann seid ihr direkt im Finale. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr jetzt noch Leute sucht, um euch gegenseitig den Akt 2 zu hosten, dann kommt auf jeden Fall mit auf den Discord-Server. Bis dahin, haut rein und tschüss.